Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part sind wir die Hylia-Brücke entlang gelaufen. Hört sich langweilig an, aber wir haben da einiges finden können. Gleich 9 Crocs-Samen beim letzten Mal. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann hier noch ein 8er und der 9. hier noch bei den Hylia-Inseln. Der hier. Und apropos Hylia-Inseln, das sind wir gerade und haben da beim letzten Mal schon den Ja-Naga-Schrein gemacht und, oder nicht gemacht, aktiviert und jetzt wollen wir ihn machen, also spielen. Und ich habe hohe Hoffnungen an diesen Schrein hier, dass es kein Geschenk da sein wird, denn der Schrein war, ich meine, der war so halb versteckt, aber es war jetzt kein richtiger Nebenquest-Schrein und auch kein klassisch versteckter, deswegen, das ist kein Geschenk da, behaupte ich mal. Und die Ladezeit ist auch ein bisschen länger, nee, ist es keiner, glaube ich mal. Es ist hoffentlich auch keine Kraftprobe, ich will hier einen coolen Rätselschrein haben und das sieht gut aus. Okay, Himmelsstürmer. Wow, das hört sich sehr, sehr cool. Wow, das hört sich cool an und das sieht mega cool aus. Also den Schrein liebe ich jetzt schon. Von Anfang an. Okay. Gut, mal gucken, was wir denn hier so alles anstellen können. Wir haben ja leider hier nicht Rivali Sturm, wo ich dann vielleicht leicht nach oben kommen könnte. Da ich ja den Himmel hier erstürmen will. Ich will vor allem auch da nach hinten dann vielleicht nochmal gehen. Okay, da kann ich eine Bombe reinrollen. Ja, ich habe schon verstanden, so ein bisschen. Aber ist hier hinten rum noch irgendwas? Nein. Anscheinend nicht. Okay. Ich muss natürlich aufpassen auf die Blöcke da oben, weil... Wenn ich jetzt einfach so... Ich meine, also meine Idee war es jetzt erstmal, ich kann es erstmal zeigen, dass ich erstmal hier eine Bombe reinrolle. So. Okay. Und dass ich dann... ja, passt. Und dass ich dann hier auf den Block drauf gehe und wenn ich drauf bin, dass ich dann explodieren lasse. Aber ich glaube, das ist schlecht, weil ich nämlich dann doch da oben zerquetscht werde, oder? Deswegen schicke ich den Block erstmal alleine nach oben und guck mal, was passieren wird. Okay, er kommt wirklich bis ganz nach oben. Aber er kann es leider nicht schaffen, die Felsen da oben zu zerstören. Ich dachte vielleicht, dass die Wucht ausreichen würde, aber nee, kann er nicht. Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Aber ist es nicht so, dass ich da doch nicht zerquetscht werde, weil nämlich kurz bevor der nach oben geht, da der dann eh aufhört... Warte mal kurz, ich glaube schon. Warte mal, ja, ich muss ein bisschen weiter zurückgehen, weil ich mir das ein bisschen näher angucken will. Moment. Noch ein bisschen mehr. Ja, der hört kurz davor auf. Also der geht nicht bis ganz nach oben. Warum ist denn eigentlich hier ein Loch? Das frage ich mich schon auch. Warum ist gerade auf der Seite ein Loch? Das weiß ich nicht. Kann ich denn die Position von dem Block hier irgendwie verändern? Nee, der muss hier nach oben gehen. Das ist nicht so einfach. Okay. Aber ich werde jetzt mal mich selber draufstellen. Mal gucken, ob ich zerquetscht werde. Ich hoffe mal nicht. Aber eigentlich dürfte, das kann man hier sehen, eigentlich dürfte der kurz davor aufhören. So. Und los. Genau, wir werden nicht, wow. Wir werden nicht zerquetscht, aber ich muss mal nach unten fallen, aufpassen. Ja, schön, aber... Das hat mir jetzt auch nicht so arg viel gebracht. Ich meine, ich könnte Bombenpfeile benutzen, ich weiß schon. Aber das ist langweilig, weil das ist auch ohne Bombenpfeile möglich, weil jeder Schrein bisher ohne spezielle Pfeile möglich war. Normale Pfeile braucht man schon, aber spezielle Pfeile nicht und das ist zu langweilig. Und ich möchte es so lösen, wie es gedacht ist, ohne mich hier durchzucheaten. Warum ist dieses Loch da? Kann ich vielleicht, wenn ich hier oben bin und hindurch gucke, da irgendwo einen Schalter entdecken? Warte mal kurz. Nee. Ich habe auf jeden Fall keinen gesehen. Das ist nicht einfach auf jeden Fall. Ach so. Okay, ja, ich habe. Okay, es gibt eine andere Möglichkeit. Ist das gewollt? Weiß ich auch wieder nicht. Ja, es kann sogar sein, vielleicht. Weil ich meine, es geht ja, dass wir unsere zwei verschiedenen Bombenarten gleichzeitig ausgerüstet. Oder nicht ausgerüstet haben, aber halt gleichzeitig halt die hier rumliegen irgendwo. Und was ist denn, wenn ich sowas mache? Ich muss aber jetzt dann gleich sehr schnell hin und her switchen. Ja, ich probier's mal. Explodieren lassen. Sofort wechseln. Und... Bam! Wow, cool. Okay. Und okay, es kam das... Deswegen, nee, es war sogar vielleicht wirklich so gewollt. Das ist ja cool. Okay, alles klar. Und... Ich glaube, wir durften da jetzt sogar auch nach oben kommen. Weil wir haben zwar gesehen, dass der Block kurz davor aufhören wird, aber ich denke mal, dass mich die Wucht noch so weit nach oben schleudern wird, dass ich hier nach oben komme. Hui, genau. Wow, das war ein cooles Rätsel. Vor allem, da man eben hier, und wir sind schon am Ziel, vor allem, da man eben hier halt... Okay, ich will noch mal kurz nach unten, um mich will zur Truhe hin. Vor allem, da man eben halt hier
gleich zwei oder halt gleich beide Bombenarten benutzen muss. Das habe ich ja schon häufiger mal, oder nicht häufiger, aber einmal habe ich es auf jeden Fall schon mal erwähnt, dass es cool wäre, wenn ein Schreiner mal davon Gebrauch machen würde, dass man sowohl die runde als auch die eckige Bombe zeitgleich irgendwie benutzen muss. Da man eben beide gleichzeitig draußen haben kann. Und das ist tatsächlich der Fall, denn, ja, falsche Seite, denn der macht davon Gebrauch, dieser Schrein hier, und das ist echt cool, wie ich finde. So, und hier finden wir auf jeden Fall dann ein Sanjin-Kurzschwert. Das kennen wir aber schon, ne? Oder? Das traditionelle einschneidige Schwert des Shiga-Stammes, elegant und tödlich, bei der Herstellung soll angeblich antike Technologie verwendet worden sein. Oder kennen wir das noch gar nicht mal? Also, wir kennen schon ein Sanjin-Großschwert, aber es kann sogar sein, dass wir noch gar kein normales Schwert kennen, das kein Großschwert ist. Das kann sogar sein. Hm, keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall so oder so mitnehmen. Oder halt aus der Truhe erstmal rausholen. So. Und wir checken das mal kurz, indem wir dann kurz ein Foto schnell machen wollen. Moment. Ich muss nur erwischen. Nee. Nee, ich will das Schwert erwischen. Ja, dann halt anders. Dann halt zu Boden werfen und kurz hier so nachgucken. Tatsächlich, siehst du mal, okay, alles klar. Ah, genau, wenn ich übrigens schon das Fotomodul draußen habe, ich kann mal euch kurz was zeigen, was ihr mal geschrieben habt. Ja, ich will es auch mal wegwerfen, weil die Königshelle schon besser ist. Auf jeden Fall, wenn man ein Foto macht, dann kann man ja hier, also wenn man ein Selfie macht, kann man ja hier noch währenddessen, yay, coole, yeah, coole Posen wählen. Und wenn man, das habe ich auch schon rausgefunden, wenn man den ZL-Knopf gedrückt hält, kann man währenddessen andere Posen machen. Rechts ist dann mit dem Bogen, unten ist nach unten gucken, oben ist nach oben schauen und links ist die Waffe dann so nach vorne halten. Und dann gibt es noch ein kleines Geheimnis, und zwar, wenn man nämlich das Masterschwert ausgerüstet hat, aber nur das Masterschwert, wenn man den Bogen ablegt, nicht weg wäre, ich wollte ihn ablegen nur. Ja, aber ich habe mir jetzt abgelegt, das passt. Ah, ne, den habe ich nicht. Ablegen. Und auch noch den Schild ablegt. Und nur das Masterschwert als Waffe hat. Und dann ein Selfie macht. So. Yay! Da würde ich diese Pose hier einnehmen, die ein bisschen an Skyward Sword angelegt ist, da er dann eben hier das Schwert gen Himmel hält. Himmelwärts. Mhm. Ziemlich cool. Und das ist ja auch sehr passend, da wir hier im Schrein Himmelstimme sind. Ich mache sogar kurz ein Foto, weil es cool aussieht. Yay! Sehr schön. Okay. Gut. Aber ich werde dann kurz wieder doch die anderen Waffen auch schnell, oder die anderen, ja doch die anderen Waffen Pastoren auch kurz ausrüsten und wieder den hier. Okay. Gut. Was ist die einzige? Truhe, das war die einzige. Gut, alles klar, können wir den auch schon abschließen. War zwar jetzt nur ein einziges Rätsel hier in diesem Schrein, aber dieses eine Rätsel war mega cool, da man eben beide Bombenarten zugleich benutzen musste und ich da auch ein bisschen überlegen musste, ich da nicht sofort draufgekommen bin. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, warum da jetzt eine Lücke drin war. Also warum einer der Blöcke schon vorher offenbar zerstört worden ist. Das weiß ich nicht genau. Und das habe ich jetzt auch nicht mehr herausfinden können, ehrlich gesagt. Ich meine, hat der mir irgendeinen Tipp geben wollen, irgendwas anzeigen oder so? Ich weiß nicht genau. Hm. Ne, keine Ahnung. Aber wir haben es ja so oder so lösen können. Es kam ja auch das... Deswegen, das wird schon die richtige und gewollte Methode gewesen sein. Wir können ja gerne schreiben, ob ihr da eine andere Idee hättet, wie das ansonsten zu lösen ist. Außer Bombenfall, das ist langweilig. Aber abgesehen davon, wäre das irgendwie anders lösbar gewesen? Mit Stasis? Hätte ich mit Stasis irgendwas machen können? Ich meine, ich hätte den Block, wenn er ganz oben gewesen wäre, den hätte ich anhalten können. Da hätte ich mich von da oben aus ein bisschen länger umsehen können. Ah ja, stimmt genau, das wäre eine Idee gewesen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber dann braucht man nicht beide Bombenarten. Man kann die runde Bombe da reinrollen, kann sie nach oben schießen lassen. Wenn der Block ganz oben ist und man selber draufsteht, dann macht man so unter sich, wo der Block ist, Stasis, wenn er ganz oben ist. Und dann ist man ja selber auch ganz oben, hat ein bisschen Zeit. Und dann nimmt man einfach wieder die runde Bombe oder irgendeine andere, auch die eckige, keine Ahnung. Und kann sie dann da oben explodieren lassen. Und geht dann selber wieder runter einfach. Und währenddessen lässt man dann, während der Block immer noch durch Stasis oben gehalten wird, lässt man die Bombe explodieren. Und kann dann auch so die Blöcke kaputt machen alle. Das wäre eine andere Möglichkeit. Ziemlich cool auf jeden Fall. Ja, das liebe ich auch so an dem Spiel. Dass es immer verschiedene Möglichkeiten gibt, das alles zu lösen. Das ist echt immer mega cool, wie ich finde. Okay. Auf jeden Fall, jetzt könnten wir... Moment, kurz weg. Jetzt könnten wir uns schon aufmachen zum nächsten Gebiet. Zu diesem hier ganz im Südosten. Da wir jetzt hier dann... in Firone oder halt im Westen von Firone schon alles eigentlich soweit gemacht haben. Aber ich möchte, das habe ich ja schon erwähnt, noch ein paar weitere Nebenquests erstmal machen.
Und zwar ganz, ganz wichtig erstmal hier in Gerudo. Ich meine, es ist so, dass natürlich ich noch einige weitere Nebenquests auch offen habe, die ich erstmal noch nicht mache oder nicht gemacht habe bisher. Das stimmt schon. Aber vor allem jetzt die in Gerudo will ich unbedingt machen, da es sehr, sehr viel wert ist, die jetzt zu machen. Weil bei einer anderen Nebenquest kriege ich halt immer Rubine als Belohnung oder halt Materialien oder irgendwie sowas. Und das ist halt jetzt nicht so viel wert, finde ich. Aber den Donnerhelm, den wir hier bekommen können, der ist sehr viel wert. Vor allem, da wir eben in Zukunft noch häufiger bestimmt beim Gewitter rumlaufen müssen. Und deswegen möchte ich den dann unbedingt jetzt dann haben. Vor allem, da ich jetzt eben weiß, also hoffe ich zumindest, da ich weiß, was ich tun muss, um ihn zu bekommen. Denn ich habe mir schon geschrieben, dass mir anscheinend sogar noch zwei weitere Quests hier in Gerudo stattfinden. Nicht nur eine, sondern gleich zwei. Und die werde ich jetzt eben noch beide dann nachholen. So, wieder mal kurz dann zu einer hübschen Wei werden. So, zack, zack und zack. Okay, dann einfach wieder drüber klettern am besten. Es muss nämlich dann für die beiden Quests, glaube ich, Tag sein. Und bei Nacht geht es, glaube ich, nicht. Ja, weil die normalerweise dürfen nämlich hier eine sein. Weil hier hat ja schon ein Gerudo-Mädchen häufiger gesagt, dass sie hier irgendwie einen Obstgarten anbauen will oder sowas. Und da kann ich dann offenbar irgendwas machen. Und eine andere Quest gibt es auch noch, die ich dann hier beim Trainingslager irgendwie aktivieren. Oh, kam die hier? Keine Ahnung. Die ich dann hier beim Trainingslager aktivieren oder halt annehmen kann. Ist es auch bei Nacht möglich? Ist es offenbar, okay. Wie ich daran vorbeilaufen konnte, weiß ich nicht genau. Weil die ist anscheinend auch erst nach dem Titanen verfügbar, nachdem man den geschafft hat. Aber ich habe doch auch nach dem Titan nochmal überall geschaut und mir hätte es doch auffallen müssen, oder? Keine Ahnung. Wie bitte? Baretta ist schon wieder verschwunden. Diesmal wollte sie offenbar ein Riesenfossil irgendwo im Südwesten untersuchen. Ich habe sie noch aufgehalten. Wohl nicht sehr erfolgreich, denn sonst wäre sie ja noch da. Das stimmt. Aber dort leben Moldoras, das ist wirklich gefährlich. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass sie dorthin geht. Zu allem Überfluss ist es dort auch noch extrem heiß. Mit unserer Ausrüstung können wir da nicht lange überleben. Ihr habt wohl Sand im Kopf. Ihr wisst doch genau, dass sie kein Gefühl für Gefahr hat. Wie lange ist es jetzt her, dass sie sich von diesen Banditen hat schnappen lassen? Ach, Baretta ist so verrückt wie immer. Und ihr seid so doof wie immer. Ich wünschte, sie würde irgendwann mal aufhören, uns solchen Ärger zu machen. Die Suche nach Baretta. Okay. Ja, ich weiß nur, wo ich die Quests annehmen kann, so ungefähr. Was ich machen muss, habt ihr mir nicht geschrieben. Das muss ich noch selber herausfinden. Aber irgendwo im Südwesten ist sie zu einem Riesenfossil gegangen. Naja, und das ist halt einfach dann das hier bei der Quelle, oder? Ich schätze mal schon. Und wir haben ja da glücklicherweise auch einen Schrein. Deswegen kann man es direkt hinwarpen und dann jetzt hoffentlich gleich die da finden. Das muss nicht unbedingt stimmen, das kann schon auch sein, dass die irgendwo anders auch ist, aber das hört sich schon sehr nach dem richtigen Ort an, denn das ist ganz im Südwesten, also einen weiteren südwestlichen Punkt gibt es quasi gar nicht mehr, so ungefähr. Und da ist auch ein großes Fossil, deswegen, das dürfte schon eigentlich der entsprechende Ort sein. Moldoras war nicht auch in der Nähe und hier ist es auch sehr heiß, deswegen, das würde eigentlich alles passen. Ja, jetzt ist kalt, aber tagsüber ist es heiß. Ich lasse mal den kurz ein bisschen erfrieren, das passt schon. Ja, die Frage ist halt, wo sie ist. Ich gehe mal kurz ein bisschen an eine höhere Stelle. Vielleicht ist sie auch auf dem Skelett drauf oder so. Das kann auch sein. Ja, wenn ich sie nicht bald finde, soll ich mir vielleicht dann doch umziehen. Weil ich ja jetzt doch hier dann ein bisschen mehr Schaden nehme. Dahinter ist sie, oder? Doch, das dürfte sie sein. Ist auf jeden Fall irgendeine Gerudo, glaube ich. Und das müsste die Baretta dann eigentlich sein. Mal kurz gucken. Ja, das sieht ganz gut aus. Und du bist Baretta, sehr gut. Bist du eine Fee? Ja, eher weniger. Oder ein Götterbote, der mich in den Himmel mitnimmt? Ich kann gar nicht richtig sehen. Das ist wohl das Ende. Reiß sie zusammen. Weh, wenn wir jetzt auch die erst in Ivel Woi bringen müssen. Ne, Maxi, okay, das geht. Wenn ich nur noch einmal eine Maxi-Dorian essen könnte, zum Glück. Die habe ich wenigstens. Viele von denen. Maxi-Dorian, Maxi-Dorian. Ja, ich habe tausende von denen. Oh Götter, bevor er mich abholt, lass mich noch einmal Dorian essen. Maxi-Dorian, nur ein bisschen. Bitteschön. Ah, du bist meine Rettung. Es war wirklich dumm von mir, in dieser Ausrüstung hierher zu kommen. Obwohl, du hast es ja auch geschafft, so ganz ohne Schutzkleidung. Ach, ich fühle mich immer noch etwas schwach. Ich werde mich hier noch kurz ausruhen, bevor ich zurückkehre. Mach dich gefasst. Du meinst, die anderen sind wütend auf mich? Dann haben sie bemerkt, dass ich weg bin? Ja, nee. Oje, oje, oje. Dann sollte ich mich wohl beeilen. Bis dann, Savork. Oh Mann, ey, die Baretta. Okay. Und ich habe es noch nicht abgeschlossen. Ich muss noch auch nochmal kurz zurückgehen zum Trainingslager und mir das nochmal kurz anhören. Alles klar? Aber dann haben wir auch diese Quest abgeschlossen und dann fehlt eben noch eine weitere.
die ich eben bei diesem einen Mädchen da, glaube ich, annehmen kann, die halt da so einen Obstgarten anlegen will. Aber das geht eben auch nur tagsüber. Und das ist verständlich, dass ich das verpasst habe. Da ich halt, nachdem ich den Titanen eingenommen habe, wo ich dann nochmal durch Gerudo Stadt durchgelaufen bin und nochmal weitere Quests gesucht habe, da ich eben wahrscheinlich an diesem Ort nur nachts war und ich halt dann nicht dran gedacht habe, da auch tagsüber hinzugehen. Weil ich meine, an sich müsste man halt wirklich jede Stadt vor dem Titanen und nach dem Titanen und tagsüber und nachtsüber erkunden. Also quasi viermal muss man eigentlich jede Stadt erkunden, so ungefähr, um wirklich da alles mitzunehmen, was da so zu finden gibt. Und das ist halt ein bisschen nervig und blöd irgendwie. Und das habe ich dann verpasst, ist verständlich. Aber dass ich diese Quest beim Trainingslager verpasst habe, ist eigentlich unverständlich, weil man die anscheinend tags- und nachtsüber annehmen kann. Ich meine, ich weiß nicht, ob es auch tagsüber geht. Wir haben es ja jetzt in der Nacht angenommen, aber ich schätze mal schon, weil die sind noch die ganze Zeit hier, oder? Ich glaube eigentlich schon. Deswegen, das wundert mich ein bisschen. Aber naja. Oh, du bist wirklich eine mutige Wahi. Baretta hat uns alles erzählt, wie du sie gefunden hast, meine ich. Du warst heldenhafter als jeder Wui, hat sie gesagt. Wenn du eine Gerudo wärst, müsstest du unbedingt unserer Einheit beitreten. Sieht jedenfalls so aus, als wäre ich davongekommen, ohne dass die Kommandantin mir den Kopf abreißt. Du bist sicher erschöpft, oder? Hier, nimm das hier zum Dank und kauf dir irgendwas auf dem Markt. 100 Rubine, okay. Vielen Dank und die Quest abgeschlossen. Die Suche nach Baretta. Gut. Dann machen wir kurz ein Feuer. Ich meine, ich kann auch irgendwo pennen. Aber ja, es geht sogar schneller, wenn ich irgendwo schlafe, weil hier kann ich doch direkt irgendwo schlafen. Nee, hier nicht. Oder kann ich eigentlich hier auch schlafen? Ah, nein, ich kann nur sprechen. Ich wollte schlafen. Moment. Hier irgendwo ist doch direkt in der Nähe der Ort zum Spinnen, oder? Obwohl, nee, hier kann ich nur massiert werden. Aber schlafen kann ich doch hier auch, oder? Warte mal, kann ich auch schlafen? Ganz normal, doch, kann ich doch, oder? Ja, schön. Ja, kann ich genau, normales Programm. Ja. Ja, reicht mir. Mittags. Okay. Da wäre sogar dann doch ehrlich gesagt ein Feuer schneller gegangen. Und ich hätte auch 20 Rubine sparen können, aber was soll's. Immerhin werden wir auch wieder voll geheilt. Das passt schon. Gut. Jetzt, tagsüber dürftest dann hoffentlich du gleich da sein hin. Genau, ich sehe sie schon. Und du dürftest jetzt dann auch eine Quest für mich haben, oder? Hast du eine? Ja, noch nicht, aber das ist ja nicht immer so, dass angezeigt wird. Ah, Fremde, Savak. Also ich wollte hier ein Feld anlegen. Ich habe Abfall weggeräumt, Unkraut gejätet, die Beete umgegraben. Ich habe mich ganz doll angestrengt. Aber es wurde ganz viel Abfall angeschwemmt. Ah, ich weiß auch schon, woher der kommt. So ist das Wasser nicht mehr zu gebrauchen. Und ein Feld kann ich so auch nicht mehr anlegen. Oh. Der Umweltsünder. Genau. Können wir hier sehen? Die ganzen Melonenschalen hier. Und wo kommen die wohl her? Ja, das haben wir schon jetzt auch tausendmal gehört mittlerweile. Und ich habe mich ja auch schon seit Ewigkeiten gefragt, was es denn mit dieser einen blöden Kuh da auf sich hat, die da die Melonenschalen frisst und einfach wegwirft. Und jetzt wissen wir, was das hat mit dieser Quest hier zu tun. Und jetzt gleich müssen wir sie offenbar darum bitten, dass sie damit aufhört. Und dann haben wir die Quest auch schon abgeschlossen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch die nochmal irgendeinen anderen Auftrag für mich hat und nicht einfach so mit dem Fressen von den Melonen aufhören wird. Sondern dass ich hier noch irgendwas anderes bringen muss oder so. Mal gucken, was dann du gleich willst. So, hallo. Was soll das? Bei deinem Anblick vergeht mir der Appetit. Verzieh dich. Bleib mal ganz ruhig bitte und hör auf zu fressen und die Umwelt zu verschmutzen. Wie? Abfall? Eine kleine Wahi ist ganz traurig deswegen. Was soll denn das so plötzlich? Ich kann ja wohl machen, was ich will. Du bist irgendwie ziemlich arschig. Sieh mich nicht so an. Schon klar, ich verstehe ja. Aber dafür musst du mir einen Wunsch erfüllen, wusste ich's doch. Ich würde so gerne Wildbeeren essen. Von denen habe ich doch auch tausende, oder? Und wenn es nur einmal in meinem Leben ist, wenn du mir Wildbeeren bringst, dann esse ich auch keine Melonen mehr. Ich verspreche es. Ja, okay. Wildbeeren wachsen in den verschneiten Gebieten der Gerudo-Hochebene. Dort gibt es viele steile Hänge und man kann sie nur schwer pflücken. Deshalb sind sie so schwierig zu bekommen. Nicht mal auf dem Markt gibt es welche. Ach ja, die Dinger sind recht klein, also wäre eine einzelne allenfalls für den hohlen Zahn. Mal überlegen. 100 Millionen will ich. 10 Stück, okay, das habe ich. Das sollten es schon sein. Erstmal kurz gucken. Aber dürfte ich locker haben. 31, also ja, kein Problem. Wachsen die wirklich? Warte mal, wachsen die wirklich nur in der Gerudo-Hochebene? Nee, die wachsen doch auch sonst irgendwo. Oder? Die wachsen doch so ziemlich überall. Ach, keine Ahnung. Aber wir haben auf jeden Fall genügend, deswegen das passt. Ich hätte nicht gedacht, dass ein paar Essensreste solchen Schaden anrichten würden. Aber so leid mir die Kleine auch tut. Ich kann die Belohnung nicht aufgeben, wenn du mir nicht 10 Wildbeeren bringst. Hab ich doch, kein Problem. Was wirklich? So süß! Das sind also Wildbeeren. Die schmecken gut und machen beim Essen kaum Abfall. Die perfekte Frucht. Wenn ich die habe, kann ich auf alles andere verzichten. Das mit der Kleinen tut mir wirklich leid. Ich habe jetzt erst gemerkt, was ich mit meinem Egoismus angerichtet habe. Ich werde hingehen und den Abfall aufräumen. Das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Sag, sag.
Okay, weg ist sie. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt nochmal einen Tag warten muss, weil die jetzt erstmal den Abfall wegräumen muss. Aber andererseits, sie ist jetzt wahrscheinlich gerade dabei, den Abfall wegzuräumen oder so. Deswegen, eigentlich dürfte es schon passen, oder? Wir schauen einfach mal kurz. So, ist sie jetzt hier irgendwo? Ne, die ist woanders. Aber hier ist auf jeden Fall kein Abfall mehr drin, deswegen, das passt ja. Und du freust dich. Hör zu, eine nette Wai hat mir geholfen, hier den ganzen Abfall wegzuräumen. Jetzt fließt das Wasser wieder, wie vorher. Du hattest ihr von dem Abfall hier erzählt, oder? Sag, sag. Und noch was, die Wai hat mir Frostmelonen geschenkt. Hier, ich gebe dir auch was ab, weil du mir so nett geholfen hast. Eine Frostmelone, toll. Ach ja, von der Wai, die hier aufgeräumt hat, habe ich sogar noch Wildbeeren bekommen. Die habe ich gleich auf dem Feld angepflanzt. Jetzt habe ich ein Wildbeerenfeld. Du kannst gerne jederzeit welche davon essen, wenn du möchtest. Okay. Ja, ich meine, wir haben jetzt natürlich aktuell nur eine Frostmelone bekommen, aber es kann sein, dass wir später nochmal zurückkehren, dass dann hier wirklich auch Sachen gewachsen sind und wir uns dann da kostenlos immer Früchte, also halt Wildbeeren oder weitere Frostmelonen oder sowas mitnehmen können. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Deswegen, ja, ich werde nochmal dann irgendwann später an diesen Ort zurückkehren vielleicht und mir das dann angucken, ob wir da noch weitere Sachen uns holen können. Ah, und hier ist die jetzt. Sabak. Ich bin dir wirklich dankbar. Als ich diesen ganzen Abfall gesehen habe und die weinende kleine Wai daneben, hat es in mir Klick gemacht. Ich werde nie wieder in meinem Leben meinen Müll einfach so in die Landschaft werfen. Okay, und was mit dem Abfall hier? Ich habe keine Lust für jede einzelne zum Abfalleimer zu laufen. Ich werde später alles auf einmal entsorgen. Was guckst du mich so an? Ich habe meine Lektion gelernt. Ich schmeiß das alles später in die Tonne, also entspann dich, ja? Okay, ich werde noch kurz das andere. Es war schon toll, von oben auf die Leute hinabzublicken, während ich meine Frostmelonen gemampft habe. Aber hier beim Essen zu beobachten, wie die Leute kommen und gehen, hat auch was für sich. Die Wildbeeren? Die Wildbeeren habe ich der kleinen Wai als Wiedergutmachung gegeben. Ich weiß jetzt, wie Wildbeeren schmecken, das reicht mir. Letzten Endes bin und bleibe ich eher der Frostmelonentyp. Bei der Obsthändlerin gab es welche, da habe ich sofort zugeschlagen. Okay, alles klar. So, zwei weitere Quests hier in Gerudo-Stadt angenommen und zwei weitere Gerudo glücklich gemacht. Deswegen, jetzt dann gleich, hoffentlich wird das ausreichen. Ich meine, es kann sein, dass es noch eine dritte gibt, von der auch ihr nicht Bescheid wusstet oder so. Aber das wird doch jetzt hoffentlich ausreichen, oder? Ah, okay. Das ist ja schon ein Quest-Symbol über sich, also es dürfte passen. Mir ist nicht verborgen geblieben, was du für die Mitglieder meines Stammes getan hast. Als Königin danke ich dir. Sag, sag. Hiermit bist du ein Ehren-Gerudo. Yay! Und als solchen vertraue ich dir mit Freuden unser heiliges Erbe an. Na endlich, der Donnerhelm. Ha, wird auch Zeit. Kein Blitzschaden, heiliges Erbe des Gerudo-Stammes. Der Helm leitet selbst die größten Stromschläge von seinem Träger ab. Nur die Königin der Gerudo kann seine Kraft nutzen. Ja, aber wir doch hoffentlich auch, oder? Du bist es, der den Donnerhelm tragen sollte. Keiner ist so Bosas Kraft so würdig wie du. Okay, der Schatz der Gerudo dann auch endlich geschafft. So, was ist denn, wenn ich den jetzt eigentlich hier anziehe? Merken die dann auch, dass ich ein Wai bin? Das würde eigentlich keinen Sinn machen, finde ich. Weil, den ja auch, Wai tragen. Mal schauen. Ah, ne, okay, tatsächlich, die merken es nicht. Das ist ganz interessant. Oder merken die es vielleicht, wenn ich hier rausgehe? Ne, eigentlich nicht, oder? Ne, ich bin immer noch eine hübsche Wai. Wie sie denken, okay. Das sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus. Auch, kann auch ein bisschen wenig sehen, der Link. Aber wenigstens kann nicht mehr von Blitzen getroffen werden, deswegen, das passt ja eigentlich. Okay. Oder ist es eigentlich so, dass ich jetzt hier auch als Wui rumlaufen kann? Eigentlich nicht, oder? Mal kurz hier so einen Test. Ich meine, das merken sie jetzt, oder? Das merken sie, okay. Das ist ganz interessant. Also man kann hier dann sowohl die Wai-Kleidung anhaben, als auch den Donnerhelm. Aber alles andere funktioniert wahrscheinlich nicht, oder? Oder gibt es noch irgendeine andere Kleidung, die ich auch anziehen kann? Und wo sie nicht bemerken, dass ich in Wahrheit ein Wui bin? Gibt es noch eine andere? Weiß nicht genau, keine Ahnung, aber wird schon passen. Okay. So. Wunderbar. Gut. Der Helm, eine Kopie? Ah, okay, sie sagen auch was dazu. Savak. Unsere Königin hat Unglaubliches vollbracht. Sieh dir die Gerudo-Wüste an. Endlich herrscht hier Frieden. Jetzt braucht niemand mehr, um sein Leben zu fürchten. Sagst du was zum Helm? Nee, doch nicht. Du? Nee, auch nicht. Okay, alles klar. Was? Ja, passt schon. Gut. Dann auf jeden Fall machen wir uns noch auf zu weiteren Nebenquests. Obwohl ich eigentlich mal kurz was ausprobieren will. Ich mach's mal schnell. Ich will mal ganz, ganz kurz zu irgendeiner... Ne, wenn man's anders will, gehen mal kurz... Ne, anders. Ich will auf jeden Fall zu irgendeiner Fee hingehen. Und ich werde mal hier hinwarten. Weil genau, dann können wir nämlich gleich hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Weil ich möchte nämlich eh auch nochmal kurz nach Taburase zurückgehen. Nachdem wir dann auch eben da eine Gerudo hingeschickt haben, die eben eine begabte Näherin ist.
Und das Coole ist, dass auf dem Weg direkt eine weitere Quelle oder halt Feenquelle liegt, die wir uns dann gleich mal anschauen können. Denn ich möchte eben ganz gerne wissen, ob man den Donnerhelm upgraden kann. Denn es kann sogar wirklich sein, dass man den vielleicht nicht upgraden kann, was ein bisschen schade wäre. Aber andererseits hat man den ja jetzt im Kampf eh nicht wirklich an. Den hat man halt dann an, wenn halt gerade ein Gewitter herrscht. Wenn man halt gegen Gegner kämpft, während ein Gewitter herrscht, dann ist es ein bisschen doof. Weil dann würde ich den schon gerne anlassen. Und wenn ich dann weniger Verteidigung habe, ist es ein bisschen doof. Aber wir testen es mal kurz. Vielleicht geht's ja doch. Aber ich habe sogar die Befürchtung, dass es sogar nicht funktionieren könnte. Aber wir schauen mal. So, unten ist dann auch gleich die andere Feenquelle. Genau. Ist ja egal, zu welcher wir gehen. Wir gehen einfach zu der hier, weil die eben hier wunderbar auf dem Weg zu Taborase dann auch gleich liegen wird. Und das Gute ist ja, dass wir auch schon beim nächsten Questabschnitt Bescheid wissen, was wir dann für Taborasa tun müssen. Denn wir haben ja schon eine Orni gefunden. Oder einen Orni, war das eine Frau oder ein Mann? Ich weiß gar nicht mehr. Der oder die auch auf da endete. Und der oder die dann da auch irgendwas in Taborasa dann bestimmt machen kann. Deswegen mal schauen. Ich bin da. Ja, hallo, du. So. Sag mal kurz her. Naja, geht nicht. Schade. Okay. Was gibt's denn sonst? Ich meine, das hier könnte ich machen. Aber das will ich erstmal nicht machen, da wir aktuell 62 Sportlinge haben, sprich mehr als 55, sprich wir können dann die Quest auch mal irgendwann abschließen. Und stimmt, das können wir jetzt machen, da ich genügend Maxi-Bärsche habe, stimmt. Das können wir sogar mal kurz hier einfach gemeinsam schnell machen, warum denn nicht? Genau. Das heißt auch, dass ich jetzt dann in Zukunft nicht mehr. Erstmal wieder ein Knutscher. Nein, Hilfe! Das heißt auch, dass wir dann in Zukunft erstmal keine weiteren Maxi-Bärsche mehr sammeln müssen. Da ich dann erstmal für die aktuellen Kleidungsstücke keine weiteren mehr brauche. Das ist ganz cool auf jeden Fall. Kann ich die auch schon auf Stufe 4 bringen? Moment. Kann ich. Dafür brauche ich. Das, okay, habe ich mehr als genug. Von Opal und Exile-Verschwänze, deswegen das ist wunderbar. Dann bringen wir gleich unsere komplette Sora-Kleidung auf 4 Sterne. Der arme Link. Wie gesagt, ich will nicht wissen, was die da im Wasser eigentlich machen. Die beiden. Aber gut. So. Sehr schön. Okay. Und ja, das machen wir auch noch schnell, deswegen werde ich aber dann gleich überspringen, da wir die Animation schon jetzt mehrmals gesehen haben. Und das dann schneller geht. So, überspringen. Alles klar. Und die 4 Sterne holen wir uns auch noch schnell. So, ja, aber wie gesagt, die anderen beiden, die Schnee. Nein, ich wollte nicht auf B gehen. Nein, ich wollte nicht auf B gehen. Nein! Ja, egal, passt schon. Dann lassen wir es halt jetzt. Ist schon in Ordnung. Na gut, okay. Auf jeden Fall Schneestiefel und die Sandstiefel oder Wüstenstiefel, wie die heißen, will ich wie gesagt erstmal nicht upgraden, da ich mir erstmal die Rüstlinge aufheben will. Für die eine Quest, wo wir halt, glaube ich, 55 brauchten von denen, dass ich erstmal die abgebe und dann danach will das upgraden. Okay. Gut, dann ist auf jeden Fall nach Taborasa. Und mal kurz gucken, was dann die Gerudo da schon alles geleistet hat. Und dann mal kurz gucken, was dann der Dummstar, glaube ich, als nächstes will. Dann hoffentlich irgendeinen Typen, der Federn hat oder so. Ich weiß nicht genau, was ein Orni jetzt hier genau machen könnte dann. Keine Ahnung. Wir schon noch sehen. So. Hallo. Hallo. Du hast eine Gerudo gefunden, die uns hilft. Vielen Dank. Sie hat im Handumdrehen meine Arbeitsklamotten gepflegt. Jetzt riechen sie auch noch ganz wunderbar. Ihr Name lautet Powder. Das passt also auch. Ihre Nähkünste sind an meiner Arbeitskleidung fast verschwendet. Deshalb hat sie eine Boutique eröffnet. Oh. Und als nächstes? Ja. Wenn wir mehr Leute einladen wollen, brauchen wir mehr Unterkünfte. Kannst du mir 30 Holzbündel besorgen? Kann ich ja, habe ich glaube ich. Zusammen mit dem Material der Firma müsste ich damit ein paar neue Häuser bauen können. Ja, gerne. Hallo. Hast du 30 Holzbündel? Ich glaube schon. Kann ich diese Holzbündel haben? Ja. Das wäre wirklich eine große Hilfe. Und das nächstes? Ja. Zu einem richtigen Dorf fehlt uns nur noch eines. Es muss ja alles zu kaufen geben, was man zum Leben braucht. Wir müssen eine ordentliche Logistik aufbauen, damit hier ein Krämerladen eröffnen kann. Leider fehlt uns dazu das Wissen und die nötigen Verbindungen. Wirst du jemanden für uns suchen, der sich mit Logistik auskennt und einen Laden eröffnen könnte? Logistik? Wenn es um Logistik geht, dann sollten die Orni mit ihren Flügeln unschlagbar sein. Aha. Es wäre schon ein großer Zufall, so jemanden zu finden. Es wäre ein großer Zufall, ja. Ach ja, noch etwas. Gemäß den Richtlinien des Blabla, auf da enden, Blablabla, kennen wir schon. Okay. Aber erstmal kurz gucken, weil die Gerudo hat einen Laden hier eröffnet. Kann ich da sogar dann neue Kleidung kaufen? Der ist hier. Also komplett neue. Nein, das kennen wir schon, das Würstenzeug hier. Aber das kann man jetzt auch hier kaufen. Okay. Aber kann man das nicht? Das kann man doch in Gerudestadt auch kaufen, oder? Glaube ich. Ist es nicht so? Ich meine eigentlich schon. Also das ist hier gar nicht mal wirklich irgendwas Neues. Naja, ist es hier vielleicht, ist es hier billiger als in Gerudestadt? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Was sagst du?
Mazar, kann ich dir irgendwie helfen? Savark? Savark, du scheinst unsere Sprache gut zu beherrschen. Hi, erinnerst du dich noch an mich? Ja schon, wir haben uns ja gerade eben erst noch getroffen. Ich bin, Quatsch, nicht gerade eben, das ist ja schon einige Parts her, vergesse es. Jeden Tag muss ich Dummstars Arbeitskleidung flicken. Kannst du dir vorstellen, wie seine Klamotten riechen? Ekelhaft. Und wenn ich dich besprechen will, antwortet er selten mal mit mehr als einer Silbe. Das kennen wir ja. Gibt's denn hier keine vernünftigen Woi? Ja doch, ich meine, wir sind ein Woi aktuell. Also sie dürften uns eigentlich als Woi erkennen, oder? Warte mal kurz, ich zieh mal nochmal kurz um. Dass sie vielleicht irgendwas anderes sagen. Ich meine, eigentlich waren wir gerade eben schon einer, da wir halt die Twilight Princess Hose anhatten. Sagst du jetzt irgendwas anderes? Nee, oder? Nee. Okay, na gut. Ich werde mich sogar mal noch kurz nach Ornistadt warten, würde ich sagen. Wenn ich es noch ganz gerne dann machen will. Aber erst beim nächsten Mal. Aber wir können es noch kurz hinwarten. Vor allem, da ich auch hier eh noch ein bisschen mehr auch noch machen könnte. Ich weiß nicht genau, wie viel ich jetzt dann hier noch machen will. Ich meine, eigentlich will ich so die große Nachholaktion mit auch allen möglichen Crocs haben, die wir bisher noch nicht mitgenommen haben, und auch dem ganzen anderen Zeug, will ich eigentlich erst später machen. Dann kurz vor dem Finale. Aber andererseits kann es nicht schaden, jetzt auch schon ein paar andere Sachen auch nachzuholen. Vor allem zum Beispiel auch Schreine. Weil mir fehlen nämlich immer noch, ich glaube, 4 Schreinquests, wo ich halt zum aktuellen, oder halt zu dem Zeitpunkt, wo wir halt da in der Nähe waren, nicht draufgekommen bin, was man da machen muss. Aber mittlerweile weiß ich eben durch euch, was denn da immer zu tun ist, und das könnte ich auch noch nachholen, dass wir noch ein paar weitere Schreine spielen könnten. Und wir dann auch noch einen weiteren Herzcontainer oder Ausdauercontainer kriegen können, das wäre auch ganz gut. Also müsste ich mir noch überlegen, was ich beim nächsten Mal machen will und wann wir dann letztendlich das nächste neue Gebiet dann auch mal betreten wollen. Müssen wir uns dann noch genau überlegen. Okay. Aber ich würde erstmal sagen, Leute, das ist dann hier auf diesem Part von Let's Play Legend of Zelda Breath of the Wild. Beim nächsten Mal geht es dann eben noch erstmal hier im Dornidorf wieder weiter mit der einen, wo ich den Namen vergessen habe, irgendwas mit da hinten halt, die auf jeden Fall dann ein Logistikexperte ist, vielleicht, und die dann in Taborasa einiges anstellen kann. Eventuell können wir dann sogar schon die Taborasa-Quest komplett abschließen, weil es dann vielleicht schon alles gewesen ist. Haben wir da auch schon den Sora eigentlich mit dahin gebracht? Haben wir das schon? Das könnte vielleicht noch sein, dass noch ein Sora mit da fehlt. Aber ich weiß nicht genau, werden wir schon was sehen. Keine Ahnung. Und danach gibt es dann eventuell noch weitere Quests hier in und um das Ornidorf oder auch doch das nächste Gebiet. Müssen wir dann noch gucken, was ich da dann für sinnvoller erachte. Werden wir schon noch alles sehen. Okay. Moment. So. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.